Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, wir sind wieder beim guten alten Rogi bei Space Quest 4. Und das letzte Mal sind wir hier rausgeschmissen worden. Ich mach's mir jetzt mal einfach. Ich werde vielleicht, je nachdem, ob ihr so wahnsinnig seid, das zu machen. Ich muss ja, habe ich ja gesagt, ne? Ich will noch was zu Space Quest 2 zeigen. Die beiden Tode, die ihr sehen wollt. Und natürlich zu... Nee, Moment, was wollte ich Space Quest 2? Da wollte ich auch irgendwas zeigen. Und Space Quest 3, glaube ich, die andere Version, ne? Ich glaube, ja. Da ist der Hieraticum Lord, der Beschenker, ja, von dem ich den Prison Architect bekommen habe. Erstmal noch ein herzlichen Dank an Hasi. So, freut er sich. Oder vielleicht kriegt er jetzt auch einen Schock. Man weiß es nicht. Vielleicht auch beides. Ja. Deswegen, das zeige ich euch auf jeden Fall noch. Das ist kein Thema. Aber wir haben ja mindestens noch Teil 4 und 5. So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Weil das ja so viele Leute haben wollen. Und jetzt will ich einfach einen Job. So, gib mir einen Job. I'd like a... Oh, you again. What do you want? Would you like to apply for a job? Ja. So. You would, huh? Well, this is the greatest ever. You heard the pitch before. Just don't screw up, or I'll land you on your ear again. Got it? Gee, thanks. What a swell boss. Warning, the following sequence contains explicit arcade action and is not recommended for... Oh, by the way, you're about to be fired. You're fired! My janitor could do a better job than you could. Das glaube ich nicht. Apropos, wo wir gerade dabei sind, die großartige Sina macht tatsächlich Murder on the Mississippi. Guckt sie. So. Jetzt müsste ich Geld haben. Jetzt müsste das klappen. 73, jawohl. So, jetzt kann ich shoppen. Shoppen, meine Damen und Herren, shoppen! Shoppen! Was brauchen wir jetzt nochmal? Wir brauchen... Genau, warte mal, die Zigarre habe ich schon, ne? Die habe ich schon, das ist okay. Das ist wichtig. So, und jetzt müssen wir eigentlich... Genau. Jetzt brauchen wir eigentlich die schönen, sexy Klamotten. So, genau. Da müssen wir rein. I hate my life. Und ihr Skatorama, das ist übrigens das Rätsel, worauf ich am meisten Lust habe. Ihr denkt, das kann doch nicht so schlecht sein. Doch. So. Shoppen! Oh, it's you again. What do you want? I'd still like to buy that dress. I'm terribly sorry about that little misunderstanding. Well, okay. But don't try that again. If you have to be weird, fine. But we don't appreciate shoplifters, dear. Thank you.
I'm sure this will suit that special someone's needs. It's all the rage. I suppose you want to try it on now. Klar. Use sicher. This dressing room. So, jetzt wird's wild und sexy. And honey, if your special someone needs a wig, this one should look pretty good on you. Very lovely, honey. It's made for you. Would you like us to wrap it up? Or would that special someone prefer you to wear it home? I think I'll wear it home. Just what we thought. That will be 60 Buckazoids, sicko. So. Die habe ich ja jetzt. Appreciate it, hon. So, wunderbar. Thanks for shopping at Saks. So, jetzt müssen wir zum Geldautomaten. So, aber Rog hat schon die Moves, ne? Ist schon. Also ich würde den in die nächste Runde wählen. Also definitiv. So. Zack. Das dürfte es jetzt klappen. So. Dann wollen wir mal. You can't do that. Ach so, dann muss ich es hier. Genau. So. Wunderbar. Saldo 0, ne? Genau. So, wir sind reich. Ja, genau. Wunderbar. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir die Klamotten tauschen. Weil, um es so zu sagen, so können wir das All nicht retten. Wobei, wie gesagt, ich würde es versuchen. Warte mal, können wir von ihm eigentlich auch nochmal einen Job kriegen? What can I do for you, doll? I'd like a... We're out of it. We're out of everything, including employees. Would you like to apply for a job? Was, das kann ich machen? Auch in den Klamotten? I can cook. No can do. What would you be in, female and all? Also. What, you male sexist pig? Okay. Den kannte ich noch nicht. Ich begrüße mal den Alpha. Achso, nee. Geht's nicht weiter? Doch. Wollte sagen. So. So, gleich können wir noch weiter shoppen. In den Arcade müssen wir übrigens auch noch. Ich glaube, dann haben wir den Planeten abgearbeitet. Ich hoffe. Außer das, was da noch kommt. Also, ich habe ja schon gesagt, Skate-O-Rama wird unser persönlicher Freund. Also, glaube ich. So. Having already purchased the dress, you decide to stick with men's clothes from now on, even though it was almost too enjoyable. Pff, what? Kann auch rumlaufen, womit er will.
Also bei den beiden, meine Güte. Also, why not? You can't do that. As you change your clothes, you think to yourself that even in drag, you still have incredible animal magnetism. Or is that just a lack of deodorant? Alles schön. Kann übrigens, Thanks for shopping at Saks. Ja, vielen, vielen Dank. Dass man dafür Punkte kriegt, liegt daran, das ist die gepatchte CD-Version, weil die ungepatchte CD-Version, die, glaube ich, gibt dir da keinen Punkt. Ja, was der Alpha kennt, der Alpha hat sich tatsächlich die Sophies Freunde-Reihe reingepfiffen. Und die ist bekanntermaßen sehr, 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 sehr speziell und sehr, 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 sehr gut. So, Kiran, einen wunderschönen. Du hast das Schlimmste noch nicht verpasst. Außer Sexy Roger. Das natürlich. So, ja. Wir müssen in... Genau, noch nicht dahin, wo es den Stecker gibt. Sondern wir brauchen... Ich glaube, da sind wir schon, ne? Sorry, but the crowd completely cleaned out my stock of Sierra software. The only thing that's left is boring home and business application software, along with a few inferior games. But feel free to look around anyway. Have you seen the newest time travel simulator? Neither have I. I'm sure we're getting some in soon. Das war nicht lustig. Das ist hier die Grabbelkiste. Jetzt kommen Insider Gags. A bargain bin containing discount software. A bargain. Ja, geh doch da ran. So, also, wir können kaufen. Boom! The latest bomb from master storyteller Maury Brianarty. Boom! Is a post-Holocaust adventure set in post-Holocaust America after the Holocaust. Neutron bombs have eradicated all life, leaving only you to wander through the wreckage. No other characters, no conflict, no puzzles, no chance of dying, and no interface. Make this the easiest to finish game yet. Just boot it up and watch it explode. Boom. Was kostet denn Boom? 2028 Buckets, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Didn't find anything you like. It's here at last, with a combination of SAI, simulated artificial intelligence, and VRAI, virtually real artificial intelligence. We at Max This Software have created a simulated simulator experience that's unlike anything you've ever simulated playing before. With SimSim, you can create a simulated environment in which you can create any simulated environment you want. Das ist doch geil, ne? Wollt ihr ein SimSim? Kann ich mir leider auch nicht leisten. Welch Zufall, dass ich mir nur das leisten kann, was ich brauche. So, auch weg. So. Following closely on the heels of his hit Tic-Tac-Toe Construction Set, Phil Fudge does it again. Using a simple point-and-click interface, you construct the checkerboard of your dreams. Fill in an 8x8 grid with squares of your choice, red or black, in any arrangement, as long as it's alternating. Don't like it? Erase it and start all over again. Requires MCGA, CGA, VGA, PGA, or Ta-ra-ra-boom-GA. Das ist so bescheuert. Weiß gar nicht, ist das von LucasArts? So ein Construction Set? Gibt's da eins? Das kann ich jetzt nicht zuordnen. Das eine ist klar, das ist Loom, das ist SimCity. Klar, logisch. So. Komm, sollen wir mal, wollt ihr mal Witze auf Eigenkosten sehen? Komm,
Presenting the latest in the award-winning King's Quest series. From the still-active mind of aging Roberta Williams III, latest in the award-winning Roberta Williams series, what happens when old man Graham and his family are kicked out of Daventry Condo Association? You'll meet the fabulous Bernoulli brothers, Professor C.D. Romberg, and of course Rumpelstiltskin, over 12 gigabytes in length. Das Geile ist, wenn du dir vorstellst heute, dass 12 Gigabyte scheißegal heute sind, ne? Das ist nicht aged well. Ja, kann ich mir witzigerweise auch nicht leisten. Ja, komisch. So, wir gucken uns natürlich alles an. So. Falls da irgendeiner sagt, hey, das könnte Space Quest sein. Nein. Glaube ich nicht. It's the newest in the wacky Jaime Lipschitz series. Jaime, son of a wealthy New York furrier, has gone wild with Dad's frequent flyer vouchers again. Can you track Jaime down and bring him home to meet the girl Mom's picked out for him? Hold on to your yarmulke. Yes, Jaime Lipschitz strikes again. 640K Ronald MT32 and 3.5 circumcision required. Ja, ich glaube, diesen Witz würde man heute nicht mehr machen. Kann ich mir natürlich auch nicht leisten. Also es war natürlich, ne? Where in the world is Carmen San Diego, klar. So, Zeit für den Flugsimulator. From the folks who brought you Astro Chicken. When it comes to stimulating chickens, Chuck Egger is the expert. And now you can learn from him. Design the chicken of your choice. Over 40 options including lips, no lips, and laying frequency. And take your creation for a wild ride over real barnyard scenery based on an authentic flight model of a chicken. You're in for a peck of fun now. Sollen wir kaufen, ne? Ja, können wir natürlich leider uns auch nicht leisten. Wie überraschend. Ihr könnt uns schon vorstellen, was wir suchen. Aber wir haben natürlich noch der Gag, der offensichtlich ist. Head for the hills, it's coming. And this time it's hungry. It came for dessert. Is a thrilling action adventure in which a mob of pushy overweight relatives invade your kitchen. Armed with only a jello mold and a pastry bag, you must repel the invaders. Always keeping an eye on your blood sugar level, it's the merriest mix-up since Enemaware's fabulous Defender of the Crown Rib Roast. Ja, natürlich. Also, It Came from Desert, das ist auch relativ, das ist ein Gag, den kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ne? It Came from the Desert, ne? Logisch, klar. Übrigens, ganz großartig, ich glaube, die Sega-CD-Fassung ist, glaube ich, oder war das die PC-Engine-CD-Fassung? Irgendeine von den seltsamen Versionen bietet auch Full-Motion-Video bei dem Game. Yeah. Und es ist sehr guter Trash. So, ratet, was wir brauchen. Richtig. The two guys from Andromeda's latest sci-fi comedy, Space Quest 4, will give you hours of frustration, unless you have this hint book. Want to know how to get the dog into the hanging basket? Want to find out how to attach the melon? Buy this hint book and it all becomes obvious. You'll hit your head and say, boy, how stupid could I have been? A moron could have figured this out. I must be a real dimwit, a pathetic nimble, a wretched idiotic excuse for a human being not to have figured out these simple puzzles in the first place. Try it and see. Das nehmen wir doch. Klar. Ah, I see you've made a selection from our box of slop, bargain bin. So, wir kaufen uns jetzt mal das Lösungsbuch von Space Quest 4. Wenn das nicht Meta-Humor ist. Thank you. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, müssen wir alles aufdecken? Ich guck mal gerade. Jetzt können wir natürlich, also falls ihr noch keine echten Hintbooks kennt, wir spielen jetzt Hintbook. An SQ4 Hintbook. Ja, mach's auf. So. Also, das ist wie ein Hintbook.
Also, Seite 1. Space Quest 4. Hinweisbuch. Ich bin in einem langen Tunnel mit Licht. An dessen Ende. Was soll ich tun? So, jetzt gibt es Zug-um-Zug-Tipps. Vielleicht hast du eine Nahtoderfahrung. Oder? Trau dich! Noch nie einen Poltergeist gesehen? Geh ins Licht, Carol Ann! Ja, natürlich, Spoilerwarnung, klar. So, die Wunde, wo der Tentakel-Giftling meinen Kehlkopf herausgerissen hat, entzündet sich ständig. Also ihr merkt, da sind auch Szenen, die wird's nie geben. Natürlich. Of course. Schon wieder daran herumgefummelt? Das macht es nur schlimmer. Hast du den Jodspender gefunden? Hast du eine Flasche Peroxid gefunden? Genau weiter. Hast du den Salzstreuer gefunden? Mische das Jod in das Peroxid und gib etwas Salz dazu. Trage die Mischung auf die Wunde auf, kratze dich von der Decke und mach weiter mit dem Spiel. So. Ich kann den einarmigen Mann nirgends finden. Was gibt's da wohl für Hinweise? Frag Karl. Wen willst du reinlegen? Es gibt keinen einarmigen Mann. Du hast alles erfunden, Schlingel. Gestehe. Du kannst ihn nicht finden. Mach dir keine Mühe zu suchen. Okay, okay. Er ist auf dem Jahrmarkt. Ich kann nicht hören, was die Kerle an der Bar sagen. Hast du versucht, höre zuzutippen? Ach, stimmt. Ja, das ist sogar ein Spoiler. Das ist sogar ein Spoiler. Das machen wir sogar, glaube ich. Ach ja. Das ist ein Spiel ohne Parser. Klicke mit dem Ohr-Icon auf die Männer. Ach ja, es gibt ja kein Ohr-Symbol. Klicke mit dem Augen auf die Männer. Das hat auch nicht geholfen, oder? Dachtest du das etwa? Nur Spaß. Es gibt keine Möglichkeit, den beiden zuzuhören. Das wird dich lehren, im Hinweisbuch vorauszulesen. Erdbeere ist für Himmel wie Feuerwehrauto zu? Blaubeere? Indien? Das ist bekloppt. Gute Zahnhygiene? It would serve. Einer in Dreckometer gesteckten Schlüsselkarte mit eingeschalteten Sichtfinder. Wo kann ich von der blöden Zeitmaschine aus hin? Wo denkst du denn? Irgendwo, wo die Sonne nicht scheint. Euless Flats, wenn du die Koordinaten hättest. Sind die da? Oh, great. Only half the answer showed. It must be a defective hint module. Yes. Okay. Ich mach da mal wieder ein Bild von. Weil wir haben ja mit dem verknüllten Papier haben wir den kompletten Code. Okay. Gut, das haben wir doch schon mal. Das ist doch schon mal... Da kann ich doch schon mal mitarbeiten. So, geht's da noch weiter? In der Seite? Natürlich. Gute Frage. Schließ dich am besten einem 15x15 Meter Betonblock ein. Untergrabe dich anschließend mit mindestens 500 Meter tief, am besten in einem unbewohnten Gebiet. Meide Bereiche, wo Korrosion den Beton beschädigen kann. Spreche in den nächsten 50.000 Jahren mit niemandem und berühre nichts. Könnte ein Rätsel aus Fallout sein. Eine große schleimige Kreatur blockiert die Tür zum Raum des Wächters im Gebäude auf Magmetoys. Ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Das ist keine Frage. Okay. Wie komme ich an einer großen schleimigen Kreatur vorbei, die die Tür zum Raum des Wächters auf Magnemus blockiert? Was denkst du, worauf er wartet? Er wartet zweifelslos auf einen Wächter. Wenn er einen Wächter will, braucht er vermutlich das nach Kiefer duftenden Sägemehl. Gib ihm nach Kiefer duftendes Sägemehl. Okay. Ich habe das Buch über suborbitale Rennen bekommen. Was soll ich damit machen? Das ist einfach. Lies es.
Notiere dir alle besonders wichtigen Merkmale und Ereignisse. Hat dir das Buch gefallen? Warum oder warum nicht? Erkläre deine Antwort mit Beispielen aus dem Buch. Seite 7. Ich bin in einem seltsamen Raum innerhalb des Supercomputers. Unheimlich aussehende Augen starren mich an. Biomechanische Knochen beleben den Raum. Wie öffne ich die Tür? Trink Uyo Maltine, Roger. Die Rettungsschere wäre sehr nützlich. Da keiner der Gegenstände im Spiel ist, versuche diesen Code. 54321, den kann ich mir, glaube ich, notfalls merken. Da das nicht geklappt hat, versuch mal 69, 65, 84, 76, 69. Das ist eine gute Frage. Müssen wir uns den merken? Weiß ich nicht. Ist der echt? Keine Ahnung. Ich bin gefallen und kann nicht aufstehen. Wir rufen sofort das Krankenhaus und Ihre Familie an, Frau Bardot. Ich habe gerade mit dem Spiel begonnen und habe die Ampulle Megahol 256, das Bündel Kauterback und die offene Dose Classic DNA. Was nun? Was jetzt? Was willst du noch? Schon versucht, das Megahol zu inhalieren? Nothing. Hast du versucht, den Kauterback zu kauen? Hast du die Classic DNA mal probiert? Wie viele Seiten sind denn das noch? Ist das die letzte? Ja, scheint die letzte zu sein. So, jetzt kommt eine super Erklärung bestimmt. Gib den Tabak und die Ampulle in die Dose und schüttel. Geh in den Raum mit dem Defibrillator, schütte die Mischung hinein und geh 3 Bildschirme nach links. Geh nach der Explosion zurück in den Raum und nimm den ID-Chip von der toten Wache. Steig in die Kapsel zum Pferdasteroiden, bekämpfe die Drohnen und stecke den ID-Chip in den zweiten Servobooth. Kletter in den Subsystem-Computer und benutze die Laserraspel, um auf die Vektortafel zuzugreifen. Zerschneide die grünen und lavendelfarbenen Drähte und tritt zurück. Glückwunsch! Ich glaube nicht, dass das vorkommt. Ich installiere das Spiel nach Anleitung und es friert ein. Was mache ich falsch? Dein Raum ist zu kalt. Stelle sicher, dass dein Thermostat auf über 0 Grad Celsius steht. Ja, bestimmt. Gibt es eine Lösung dafür? Ich betrete den ersten Raum und erhalte... Ups! Du hast etwas versucht, an das wir nicht gedacht haben. Ups! An die Frage haben wir nicht gedacht. Die 3,5 Zoll Spieldiskette passt nicht in mein 5¼ Laufwerk. Wie erhalte ich größere Disketten? Bis jetzt gar nicht. Fall nicht auf Anzeigen mit Wundermethoden wie Pumpen, Hormonpillen oder Injektionen herein. Rede dir am besten ein, dass es nicht auf die Größe ankommt. Moment mal. Hast du Diskette gesagt? Ist tatsächlich die letzte. Die ist ja bescheuert. Die sind echt bekloppt. So, das haben wir. Hint, Book und dann. So. Okay. Ab zur Arkade. Na komm, Roger. Rog. Geht doch. So. So, jetzt brauchen wir die Arcade, ne? Da müssen wir, glaube ich, erst hin, wenn wir wissen, welches Kabel wir brauchen. Das wissen wir noch nicht. Und ich glaube, jetzt kommt Mrs. Astro schicken. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Da sind wir. Ja, ich höre es schon. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ach,
das ist der Müll, ne? You resist those inbred custodial tendencies to collect garbage. You have much more important garbage to tend to. You're quite startled to hear the wastebasket respond. Max, is that you? Agent 90. Hey, Walker. Smoking is bad for your health. Heißt das, ich muss jetzt erst. Also, erst tot 20 heute, ne? Heißt das, ich muss jetzt tatsächlich erst mir Gedanken machen, wie ich vor denen wegkomme? Wahrscheinlich habe ich zu lange gebraucht. Ja. Dann geht's jetzt los. Ich frage mich, ob die jetzt immer kommen. You're quite startled to hear the wait. Max, is that you? Agent 99? I always get these lousy disguises. Would you put a word in with the chief for me? I wouldn't mind, but these kids, all they eat is ice cream and candy bars. You know how many Big Chewies I've eaten in the last hour? Not to mention the wad of Big Bang bubblegum I got stuck to my shoe phone. Sheesh. Mal gucken, passt das? Nee. Nee, komm. Hau ab. Rog. Rog, du machst mich wahnsinnig. Smoking is bad for your health. Es geht wieder los. Ich sehe schon, das wird scheiße. Achso, erstmal wieder einen Tod aufschreiben. Ich sehe schon. Wenn ich von der anderen Seite reinkomme, vielleicht komme ich dann jedenfalls an Astro Chicken ran. Was geil, muss man da irgendwas abrollen? Was geil, ob das diesmal optional ist. So. Yes! Mrs. Astro Chicken! Kann ich da auch? Kann ich auch? Angreifen?
Okay. Okay. Ah. Mit Return kann ich Eier werfen. Also sprich, ein prähistorisches Flappy Bird. Okay. Mist! Stand 6. Wie krieg ich denn Punkte? Ich muss ihn tatsächlich treffen. Double kill. Aber wie kriege ich denn wieder Eier? Wie schon große Fußballer gesagt haben, wir brauchen Eier. Kann man irgendwo Eier noch einsammeln? Ich sehe da nichts. Wenn ich ein Ei wäre, wo wäre ich dann? Ich sehe schon, das sind genau die Arcades, die kann ich mich Gott. Aber ich kriege hier keine Punkte. Gibt es hier vielleicht irgend so eine Instruction? Ja, Spielende. So nicht. Ah, okay. Okay. Das Internet hilft. Das Internet hilft. So. Okay, das war ein schlechter Start. In your face! Zack! Astro Chicken Master! Mit Hühnern kennt er sich aus. Euer Venom. Zack! Zack. So, komm. Wo ist der nächste? Treffer. Zack. Es läuft ja. Aua.
Der kann aber auch springen. Böser Hund. Scheiße. So, warte mal, gibt's hier irgendwo so einen Score? The sign says Ms. Astro Chicken. How strange that nobody is playing it. So. Zack. Nimm das. Boom. Der Astro Chicken Bomber ist back. Zack. Na komm. Wo bist du? Ach, pro Korn gibt's ein. Okay, also vier Eier gibt's dann doch nicht. Hä? Das krieg ich ja noch abgezogen. Wieso, wer zieht mir denn jetzt die Punkte ab? Also das heißt, wenn du den Korn nimmst, dann verlierst du Punkte? Ein Skandal. Eine schicken Katastrophe sozusagen. Aua. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas erreichen muss. Ich kann ja mal spoilen. Nein, muss man nicht. Okay, gut. Also das ist auch rein optional. Also nur damit ihr wisst, was die hier gerne hätten. 420 Punkte hätten die jetzt gerne. Für die Highscore. So, jetzt geht es los. Gate-O-Rama. Jetzt gibt's Tode. So, das war schon mal richtig. So. Run. So. Okay. So. Im Prinzip müssen wir nur noch, Anführungszeichen, nur austricksen. Ihr lacht genauso wie ich. Okay, next so geht's nicht. Dilly dally, dude. Okay. Tod 22. Okay, so geht es nicht.
Dann würde ich sagen, gehen wir dann da lang. So. Ich glaube, das ist auch die Stelle. Warte mal, ich sag mal, ich gucke mal, ich blinze mal ins Netz. Was sagen Sie denn? Weil die Stelle ist scheiße, das sage ich euch jetzt schon mal. Also. Genau, go west to the woman clothing. Da sind wir. Cross the walkway. Okay, also hierhin. So. Ja, genau. Hier sind wir bei Skate-O-Rama. Ich erinnere mich. So, ich glaube, jetzt müssen wir die nämlich austanzen. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Run, run. So. Genau. Genau, nach oben. Zap, zap, you're dead. Okay. Jetzt wird's scheiße. Also, wenn ihr dachtet, es wird jetzt schon scheiße. Nein. Kann das eigentlich sein, dass ich einen Tod übersprungen habe? Ich bin erst bei 23 Toten? Das stimmt doch bestimmt nicht. Bin doch jetzt schon öfter gestorben als beim letzten Mal, als viermal. Ah, super. Muss ich nur nachzählen, ich freue mich. Well, maybe. It's worth a try. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Das habe ich noch in Erinnerung. Stimmt, ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Das? Run, run, run. So. Nein! 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 Falsche Richtung! Nein! Roger! Gott. Boy, these guys pop up in the most inconvenient places. They seem to have this area secured. Your extra crispy parts surely provide no threat. Ich glaube nein. Also müssen wir in die andere Richtung. Okay. So. Bin ich denn dann hier? Ach so. Ja, doch, 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 doch. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Yes.
walking in my boots. So. So. Moment, ich muss mal kurz... Ich hoffe mal, das geht nicht auf Zeit. Ich weiß es bestimmt besser. So. Einmal drücken. Dann haben wir den Code nämlich auch. Sollen wir mal gucken, wo wir da einfach hinkommen? Das ist bestimmt eine total tolle Idee, wenn ich das jetzt mache. Ich mache das einfach mal. Weil was soll schon schief gehen? So, ich speichere nochmal, wenn ich denn darf. Darf ich? Darf ich. So. Not to fly. So. Wir schießen einfach mal ab. The powerful quad quark drives Rev to life. Time and space bend under the fibrillations of the time rip transfluxers. Your adrenaline and stomach reel with the hyperbolic hyperbole. And finally, finally, nothing happens. You're already there, Roger. Ah, okay. Alles klar. Das ist also der Code für Space Quest 10. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt den Code für das, was wir da noch haben. Moment, also. Ich kann nicht an meine... Ich kann nicht an meine Inventory? Sierra. Vielleicht müssen wir einfach mal reden. Ich mach Folgendes, weil... I'm a tricky bastard. Ich mach das so. These symbols look very... Ach so. Die krieg ich gar nicht besser angezeigt. Das ist ja geil. Das ist ja wieder absolut top. Absolut top. Gut, dann haben wir das auch. So. Wie gut, dass wir das alles haben. So, also, jetzt gehen wir wieder zurück in das Schiff. Laden. Not to fly. So, jetzt ist die Frage, ist zuerst... Wahrscheinlich zuerst das vom Hintbook. So, dann gehe ich jetzt in meine 50.000 Bilder und suche nach diesem Symbol. Da ist es, glaube ich. Ja. Dann brauchen wir das und wir brauchen das. So, jetzt hole ich mir den Kaugummi. So, da brauchen wir das Symbol. Dann brauchen wir das, was so ein bisschen... wie sieht das denn aus?
So ein bisschen. Das Problem ist ja, dass du da sozusagen ein bisschen wenig hast. Kann das das sein? Dass das ist? Das könnte das sein und das andere könnte das sein. Was soll schon schief gehen? The powerful quad quark drives Rev to life. Time and space bend under the fibrillations of the time rip transfluxers. Your adrenaline and stomach reel with the hyperbolic hyperbole. And finally, finally! Da wir Punkte gekriegt haben, Spoiler, war das glaube ich nicht ganz so verkehrt. Jawohl. Ich glaube, es ist Space Quest 1. Und dann sind wir richtig. Ja! Space Quest 1, Begegnung auf Sarien! Der Hieraticum Lord hatte übrigens vorgeschlagen, weil ich ja Skeletor so wunderbar voice-technisch hinkriegen kann, dass wir vielleicht mal ein He-Man Special mit der Skeletor-Stimme machen. Das geht euch dann zwar tierisch auf den Sack, aber ich glaube, es gibt zwei Leute, die finden das lustig. Ja. Space Quest 1! So. Oropax. So. Ja. Einfach raus hier, ne? You don't want to touch those. Doch, möchte ich. Ich glaube, jetzt kommt auch ein geiler Gag, wenn ich hier noch richtig weiß. Übrigens hatte mich auch einer gefragt, ob wir denn tatsächlich nochmal das richtige Original machen. Space Quest an. Vielleicht. Vielleicht. Also ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann die ganzen alten Sierra-Dinger durchhaben und dann können wir vielleicht die alten Sachen auch nochmal machen. Also das nur so am Rande. Das ist ja kein Thema. Die sind ja auch... Die sind auch nicht so lang. So. Nee, Droids R Us brauche ich doch nicht. Ich brauche doch eigentlich nur... It's got the dry, musty smell of a store that's filed for Chapter 11. Bin ich schon an irgendwas vorbeigerannt? Moment. Moment. You don't. It smells like an old lawsuit coming back to haunt the two guys from Andromeda. Okay, den muss ich vielleicht erklären. Die haben ja ZZ Top benutzt in ihrem Game. Und das kam, glaube ich, nicht ganz so gut an. Okay, da kann ich nicht lang. Danke, da sind wir. Die sehen ja mal anders aus. This long-legged beauty stands silently, waiting for its jet-faced owner to return. It looks like it came from the planet of the warts. The ship must be the Plantar's deluxe model with authentic mosaic upholstery. Planiga Warps. Das ist auch geil. Nein. Soll's in den Laden gehen, Rog. Du bist schon alt genug, du darfst in die Bar. So. Clipping-Fehler? Nee, ich gehe dran vorbei, ne? Nee, doch, bin da. The old bar is still here. The smell of Coronian ale stinks up the place. The aroma leads you to remember vividly your previous visit here. You break out in a cold sweat.
Da sind sie. ZZ Top. There is a stage here with two guys singing. The band members have nothing of interest. They don't have time to talk right now. There's the bar. You can't do that. Doch, kann ich. Well, looky here. If it ain't Mr. Look at Me, I'm in VGA. What's the matter? Monochrome not good enough for you? What's this? 256 colors all for one little bitmapped wimp? What a waste of VGA. Hey, fellas, I bet I can toss them all the way out from the bottom of the stairs. Bet you nail. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Of course. Roger, wo bist du denn? Ach da. Boy, that was close. Hey, how come their bikes can go through the force field? So, wir müssen nochmal in die Bar. So, komm, geh in die Bar. Nicht drumrum, Roger, in die Bar. Danke. You pick up the book of matches. Don't mess. Hey, aren't you the guy who broke my slot machine? You owe me some money. Well, I gotta run. My hog pod's double parked. Hey, it's been swell talking to you. Ja, ich würde sagen, geh. Geh. Immerhin kann er sich an seine alten Abenteuer noch erinnern. So. You hear a high-pitched whine. Nice reflexes. Life is pounded loose from your body by the impact of the sand bike. Now this is a pain Natürlich. That lingers. All the Bengay in Florida won't relieve this stiffness. Alles klar. Natürlich. Natürlich. Und haben wir gespeichert? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Of course. Weil, sonst wäre das ja auch keine LP von mir. Okay. Das wusste ich nicht mehr. Okay, gut. Aber wir kennen das Ding ja jetzt. Und man mag es gar nicht glauben, auch wenn das vielleicht nicht so auffällt. Wir nähern uns tatsächlich auch mal wieder dem Ende. Also das ist tatsächlich langsam Endgame. Das mit dem Stecker weiß ich noch. Das war richtig scheiße. So, geh in da rein, genau. The old bar. So, geh zur Bar. Finde die Leute kacke. Where? What? Hey. So. Und dann, wenn wir aus der Bar herauskommen, dann speichere ich nochmal. Boy, that was close. Hey, how come their bikes can go through the force field? Ich weiß nicht, ob man das noch wissen muss, warum, weshalb, aber... So. You hear a high pit. Warum habe ich nicht gespeichert? Weil ich einfach ein toller Typ bin. Boy, that was close. Lass mir rein, jetzt kommt das nochmal.
bin einfach ein toller Typ. So, das ist erledigt. Ich habe jetzt auch, ne, die... Ne, ich habe nicht die Streichhölzer, ne? Ich bin ein Bananenkupp. Aber egal. Was soll schon schief gehen? Banane. Vielleicht sind sie jetzt wieder da. The old bar is still. So. You pick up. So. Haben wir super gemacht. Das Clipping sollte vielleicht nochmal überarbeitet werden. Hallo? Roger? Okay. You hear a high. Zack! Nice reflexes! Life is pounded loose from your body by the impact of the sand bike. Now, this is a pain that'll linger. All the Bengay in Florida won't relieve this stiffness. Oh, tot. So. Was soll schon schief gehen, habe ich ja gesagt. You hear a... Boy, that was close. Ich bin einfach ein Held. The old bar is... You can einfach ein super Typ. You pick up. So, komm nochmal. You hear a hype. Nice reflexes. Loose from your body by the impact of the sand. Der Tod war ihm hold. Der Tod holt ihn ab. Und das hätte dreimal besser klappen können. Aber sind wir noch mal ganz ehrlich. Ihr würdet nicht lachen. Ich würde nicht weinen. Das kann ja jeder. So, the old bar. You pick up. So. So, ich speichere jetzt hier nochmal. Motorrad. So. You hear a high-pitched whine from the... Boy, that was close. So. So. Speichern. So, ich glaube, jetzt muss ich wieder... Ich glaube, jetzt muss ich nach Xenon. So. Jetzt gucken wir mal. Haben wir den Code für Xenon? Ich hoffe. Ab hier müssen wir nicht mehr hin. So. Space Quest 1, Space Quest 4, Code. Da ist was. Du musst dir vorstellen, das ist Sierra at its best. Ne? Das ist typisch. So. So, dann wollen wir jetzt mal wieder gucken.
hoffe auch nicht, dass es der falsche Code ist, weil sonst haben wir alle was zu lachen. Ne, das war er nicht. Das ist doof. Nee, doch, das war er. So. So. Und nochmal den. The powerful quad quark drives Rev to life. Time and space bend under the fibrillations of the time. Hauptsache ich lande da, wo ich auch landen will. Your adrenaline and stomach reel with the hyperbolic hyperbole. And finally, finally. So, da muss jetzt Space Quest 12 stehen, sonst haben wir ein Problem. Ja, wir sind richtig. So, geh. Rog, geh raus. You don't. You. So. So, jetzt wird's wieder doof, glaube ich. Aber. Dafür haben wir das dann auch. Genau, hier müssen wir hin. So. SQ12 again. So. Dafür haben wir das Ding eingesammelt. Well, there's not much left of the lock now. Gut. So, kommen jetzt die Lasertore. Jetzt kommen Lasertore natürlich. Ja. Die haben alle eine unterschiedliche Art eingestellt zu werden. Nein, nicht den Hasen. Dafür brauchen wir eine Zigarre natürlich. You slide the pre-smoked tobacco stub in your mouth. And after noticing a hint of grease and cruel breath. Decide you'll save it for a special occasion. It would serve no... Ach, klar! Oh, Sierra. Lass mich raten. You slide the conveniently pre-moistened stogie between your lips, apply a lit match, and proceed to nearly hack up a lung. Ja. You cast the old stogie to the ground. Ach so, das heißt, ich muss das noch einmal machen. Also, ihr seht schon, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt das so einstellen, dass wir hier nicht zerballert werden. Ich habe noch die Erinnerung, das ist durch 12 immer. Ha! Das war gut. Okay, also das kann so bleiben. Okay, also das war falsch. Das kann bleiben. Das war ganz falsch, ne? Okay. Ja! Gott ist mit den Doofen. Gott ist mit den Doofen. Kann ich da jetzt einfach durchgehen? Jetzt speichere ich, weil ich will das nicht nochmal machen. Also es ist immer durch 12. Das ist der Gag. Also wenn man mit den 12er Potenzen, 12er Potenzen, guten Morgen. Wenn man mit den 12er Faktoren arbeitet, dann funktioniert das. Das weiß ich noch, das wusste ich noch. Irgendwo kriegst du auch einen Hinweis, dass das 12 ist, weil... Und er geht jetzt einfach dran vorbei. Of course!
Okay. Okay. You hear an electronic hum approaching from your left. Kann ich das ignorieren? Ich ignoriere das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber... You hear an electro... Okay, okay. You hear an electro... You can't do that. Keep your hands to yourself. Okay. Now you knew he was coming. Ach, ich weiß, was das ist. Scheiße, ich weiß, was das ist. Alter, ist das doof. Alter, ist das doof. Oh Gott, das ist das nächste hohle Rätsel. Alter, ich weiß es. Ich weiß es. Alter, ist das doof. Ist das doof. Das ist der einzige Gag. Deswegen renne ich hier rum, wie so ein Hornochse. Ach du Scheiße, ist das doof. Alter, ist das dumm. Ist das dumm. Jetzt fragt ihr euch, was erzählt er da? Was quatscht er da mit sich, der alte Opa? Also, das Rätsel, was wir jetzt hier sehen. Damit können wir das System hacken. Na komm. Ach komm, jetzt beweg dich. Roger? You hear an electronic hum approaching from behind you. Roger? Roger? You hear an electro... Ich glaube, das ist gleich, ne? Now you knew he was coming, didn't you? Ja, ich glaube, den Hinweis hattest du mir gegeben, Erzähler. Wahrscheinlich darf ich gar nicht so weit. Ist das der Gag? Warte mal, vielleicht ist das schon... Es war übrigens Tod 30, glaube ich jetzt, aber... Ich glaube, ich habe irgendwelche Tode vergessen. Ich glaube, das ist der Gag, ne? Ja, das ist der Gag. Ich glaube, so weit muss ich gar nicht rein. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt fragt ihr euch, was hat der Opa? Der Opa hat... Das Ding war jetzt ein ganz wichtiges Rätsel. Denn wir haben jetzt das Teilstück. Was macht er? Jetzt geht er da hin und her. Roger, du bist auch doof. Du bist real, ja? Du bist echt dumm. Also, wir haben uns jetzt angeguckt, welchen Stecker wir suchen. Das ist jetzt kein Scherz. Weil du kriegst jetzt gleich eine Liste von 8 Milliarden Steckern. Ich glaube, so viel sind es nicht, aber ihr werdet das schon sehen. Mal gucken, ist der. Hat doch keiner dran rumgespielt, ne? Ist doch noch der Code drin von mir, glaube ich, oder? Ach nee, kann ja nicht. Ha! Nee, stimmt. Ich habe den Code ja weggemacht. So, also, wir brauchen... Also, ich mache mal erstmal das Bild, das wir jetzt haben. Das füge ich jetzt erstmal für mich ein. Und speichere das noch als
Das ist der fünfte Screenshot, mit dem wir arbeiten übrigens. Alter, ist das Wahnsinn. So. So. So, da ist der Code, den wir haben müssen. Also. Dann wollen wir mal. Wir müssen zurück und shoppen. So, da ist ein C. Das ist richtig. Deswegen wohl dem, der alles immer mitprotokolliert hat, ne? So. Und dann den. The powerful quad quark drives Rev to life. Time and space bend under the fibrillations of the time rip transfluxers. Your adrenaline and stomach reel with the hyperbolic hyperbole. And finally, finally! Yes! Ah. Also wir haben das Rätsel nur gemacht, um den Stecker rauszufinden. Das ist jetzt kein Witz. So. Na komm. Roger. 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 You don't want to talk. Roger. Roger. It's shopping time. Roger. Roger. Alles Roger. In Kambodscha. So. Ich soll speichern? Meinst du? So. So. So, wir brauchen, wir müssen in diesen einen Elektronikladen. Jetzt hoffe ich, dass die da nicht weiter Wache schieben und dann gleich mich wieder erschießen. Ich hoffe. Nee, die stehen hier nicht, gut. Die wurden wieder abgerufen. Wohl hat die wahrscheinlich zur Sau gemacht. Ihr Verlierer! Ihr Versager! Ihr Dreckspack! So, ist auch, glaube ich, der einzige Shop, der noch auf hat, glaube ich. Abgesehen vom Arcade. Ja. Ja, da ist er. Willst du mir nichts erzählen? Komm, sollen wir die Anleitung benutzen? Welcome to our automated catalog. Let us be your gateway to what's new and exciting in the world of 24th century electronics. Through the pages of our automated catalog, you will find gifts for the whole family. For Dad, look in electronic gadgets for our selection of stereo components. For Mom, peek into the electronic mommy for a variety of labor-saving devices and marital aids. For Sis and little brother, browse our Technotots toy department for the latest in electronic playborgs. Weiter! Shopping our automated catalog is as easy as snapping your digital appendages. Using your mouse or tab key, simply point to the menu item of your choice and press enter, or click the mouse button. Should you get confused, simply return to the top menu and begin anew! Thank you for choosing us for all your electronic needs. We know you'll find just what you're looking for, and if you don't, we're wrong and you should look somewhere else. So, Angebote. Was haben wir denn für tolle Angebote?
These special sale items are available for a limited time only. Availability is limited to items in stock, as is only, no returns. Some items may be demo models, scratched, dented, or just not in very good shape. No warranties expressed or implied apply to these items. No refund or exchange. Re-Shrink Wrap 2000. Work for a large retail software chain? Like to take the products home and diddle with them? The Re-Shrink Wrap 2000 re-shrink wraps any size software box. Is that game new or used? Only you'll know for sure. Keep the customers guessing. Dealers only, please. 1033 Buckazoids. Das ist geil. Der Gag macht heute noch viel mehr Sinn als damals. Aber das ist ja geil. Mach dir mal so. Wir verpacken es, als wäre es original. So. Katalog. Nicht die elektronische Mama, auch nicht Techno-Spielzeuge. Zubehör wahrscheinlich war das. Faux Components Swiss Army Micro Entertainment Center. Styled to look like a real set of miniature components, this is a complete home entertainment center in one 4x6-inch box. Includes CD-ROM unit, turntable, dual cassette with HyperWow and Mega Flutter, unfolding 84-inch digital color projection multi-screen TV, corkscrew and toothpick. 2275 Buckazoid. Backordered. None currently available. Ja, dann brauchen wir ja nicht. Dodecaphonic Around Sound Processor. Ever notice how flat and unexciting normal stereophonic, quintrophonic, and octophonic recordings are? With the Dodecaphonic Around Sound Processor, your music will seem to come from 12 directions. In front of you, behind you, either side of you, four midpoints in between, above you, below you, from inside of you, and from the upstairs neighbors. 877 Buckazoids. Discontinued. Das ist so bekloppt, ey. CD GI-ROM TV. Move over CD-ROM, CDG, CDI, and CDTV. CD GDI-ROM TV does everything the others do and more. Besides accepting the formats mentioned above, CD GI-ROM TV also plays high-quality Laserdisc movies, sure to become popular any century now. 842 Buckazoids. Estimated delivery, summer 2735. Das kaufe ich. Pocket Pal Portable Terminal. Say, is that a complete workstation in your pocket, or are you just glad to see me? Now you can carry the power of a dumb terminal around with you without even creasing your jumpsuit. Includes chiclet-style keyboard and dentine-style mouse. 3406 Buckazoids. Kann man das überhaupt Das ist das doch, oder? Ja, richtig. Pocket Pal Connector. If you're a proud owner of our ever-popular Pocket Pal portable terminal, you have no doubt noticed that without the proper connector, it is virtually useless. Fortunately, at this moment, our exclusive Pocket Pal connector is on sale for just 1,999 Buckazoids. Get yours now before the price goes up even further. Ja, siehst du, das haben wir. Siehst du, und das ist das, was wir nämlich brauchen. Jetzt müssen wir nämlich gucken, welcher passt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich mal eben kurz das entsprechende Bild nehmen. Ach, da ist er. Da ist er. Das ist er doch, ne? Komm, gucken wir uns den Rest auch nochmal an. Iceman Pocket Ice Machine. This miracle of modern engineering fits in purse or pocketbook and freezes 15 pounds of ice cubes per hour. Choose from ice slices, cubes, or crushed. Requires mini hydrogen and oxygen canisters sold separately. Breaks the ice at parties. 300 Buckazoids, recalled by manufacturer. Epichia. Now you can remove unsightly chia growth from upper lip, legs, bikini area, and small clay figurines. Painless and electronic. Almost tickles once you get used to it. Instantly cauterizes major blood vessels. Battery operated. 32 volt dry cell not included. 32 Buckazoids. Not available in the spiral arm.
Ach komm. Dan, the recipe beamer. Imagine the situation. The ambassador from Corona is coming for dinner, and all you have handy is a can of condensed cream of orat soup and a box of nano wafers. You punch the appropriate buttons on your recipe beamer, and instantly, we beam the perfect recipe to you. Over 18 trillion recipes collected from all over the universe, just to make meal planning easier. 455 buckazoids. Estimated date of uplink, November 2803. Ist aber viel nicht lieferbar, ne? Cyber Depunker. If your offspring is turning out to be just another rotten cyberpunk, you need the Cyber Depunker. Works while your child sleeps to replace black market implants and removes anti-productive attitudes. May cause some motor impairment and memory loss, but isn't that a small price to pay? Battery operated. 580 buckazoids. Currently under UCC investigation. So, das letzte machen wir natürlich auch noch und dann haben wir alles. Armatroid 2500, a remote control toy for all ages. The Armatroid 2500 is a mobile robotic arm that can swivel, turn, pick up light objects, tear wings off of flies, disembowel small animals, and perform elective surgery. Teaches hand-eye coordination, elementary physics, and self-control. 35 buckazoids, sold out. Yobot, the Ramboid Robot. Having Yobot in the house is like having an extra playmate around, armed to the teeth with bazookas, laser pistols, and authentic live nuclear warhead. Will ich haben. Voice commands with an authoritative yo. 69 buckazoids, discontinued. Weather radio. Hours of fun. Press the bar and get a burst of static. If you can figure out whether or not it's a radio, you're smarter than we are. Ability to pull in stations and reproduce sounds not included. 20 buckazoids. Due to delay in manufacturing, this item is not yet available. Will er gar nicht voll ist? Real Rustic Universal Fernbedienung. Kontrollieren Sie das gesamte Universum in einer Fernbedienung. Öffnen Sie Garagentore auf anderen Planeten. Stellen Sie wichtige Lebensunterhaltungssysteme auf vorbeifliegenden Raumschiffen ab. Theorisieren Sie primitive Kulturen. Benötigt eine Dreifach-A-Batterie. Nicht enthalten. 1050 oder 1050 Buckazoids. Leider ausverkauft. So. Und wieder zurück. So, jetzt ist tatsächlich die letzte Location. So, ich speichere hier nochmal. Ich hoffe auch, dass das der richtige Stecker war. Sonst blamiere ich mich völlig unsterblich. Sina, am wunderschön. So, also wir haben jetzt den richtigen Stecker. Das ist schon mal super. So, ich gehe wieder auf den Screenshot für den richtigen Code. Einen der 40.000 Screenshots, die man bei diesem Spiel unbedingt machen sollte. Das war 12? Ich glaube ja, das war 12. Das war Space Quest 12. So. Blub. So. Blub. Ich hoffe. Ja, das ist der richtige. Da haben wir jetzt zum ersten Mal. Dann das und dann das. So. The powerful quad quark drives Rev to life. Time and space bend under the fibrillations of the time rip transfluxers. Your adrenaline and stomach reel with the hyperbolic hyperbole. And finally. Das war schon mal der richtige Code. So. Bitte Space Quest 12. Und dann sind wir im Finale. Endlich. So, raus hier.
Raus hier! Lutsch! Lutsch! Weg! Weg mit der Hand! Raus hier! So, jetzt müssen wir, glaube ich, in den Tunnel. Und jetzt bin ich gespannt, was der Stecker sagt. Finale geht los. So. Ah. Boah. Ja, Kiran hatte ja schon, ich kann ja schon mal ein bisschen so die Fazitabteilung machen. Also Space Quest 4 ist sicherlich das beste Space Quest. Aber gleichzeitig auch das Space Quest, das dir im wahrsten des Wortes so oft in die Pfanne haut. Ist schon schlimm. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den richtigen Stecker habe. Ein Rätsel hängt davon ab, dass man sich den richtigen Stecker gemerkt hat. Das ist Sierra. So. So, das Rätsel bleibt gleich. Das ist wohl. Oh, jetzt geht er auch zum ersten Mal durch. Gerade ist er eiskalt dran vorbeigegangen. Okay. So. Stecker. Stecker. So, weg. So. So, passt das? Nothing happened. It would. Keep your hands. Wieso geht das nicht? You hear an electron. Ja, ist mir egal. So summen wie lustig, ist mir völlig egal. So. So. You can't use that here. Das ist falsche? Mach mich nie fertig. Mach mich nicht fertig. Nothing happened. This is just a Moment. Yes, it's a reveal-o-matic. A pocket pal adapter plug. Ach, okay, Moment, stopp. Okay, alles klar. Stopp. Ja, komm. Erst die Batterie rein. Natürlich. You can't do that. Ich möchte gern die Batterie haben. You plug the mobile power cylinder. So. You attach the plug to the pocket pal. Das war gut. Das war der richtige Stecker. So. Und jetzt? Plug an. Now you knew he was coming. Ah! Okay. Also es wird schon ein bisschen mehr sein, aber das war Tod Nummer 31. So. Boah, machen die mich fertig. So, also, nochmal. Bevor wir das hier machen. Also, das öffnen. Batterie da rein. Stecker bauen und ich möchte gerne die Batterie nehmen. Lass mich die Batterie nehmen. You plug the mobile power cylinder into the laptop. So, dann. You can't. Wieso kann ich das hier nicht benutzen? You attach the plug to the pocket pal. Gott. So. Jetzt gehen wir ganz schnell in den Tunnel und hoffen, dass wir dann Zeit genug haben, um, glaube ich, die Roboter abzuschalten. Sonst sind wir nämlich sofort wieder tot. Ah. Meine Güte. Boah. Und ihr wisst ja, es ist ein typisches Space Quest Game, ne? Das heißt, irgendwann läuft gleich wieder ein Countdown. Natürlich. Natürlich. Oh. So. Und? Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal passt.
So, das haben wir. Okay. So, aber woher kann ich die doch gar nicht abschalten. Ich weiß jetzt, wo die sind, aber maybe if you wait a while, the nice droid will come around to where you are. Das möchte ich bestimmt machen. You hear an You hear an like Das ist ja egal, bis hierhin kommt er ja, glaube ich, nicht. Aber wie macht man das denn jetzt? Also wir haben jetzt schon mal alles richtig. So. Now you knew he was coming, didn't you? Ja. Keep your hand. Ja. You plug the. You attack. Ich frage jetzt mal für einen Freund. Also, das heißt, wir müssen das schneller machen, oder was? Das ist der Gag, oder wie? Warum müssen wir das denn überhaupt machen? Ich meine, klar, um die Locations der Roboter zu sehen. Das ist mir schon irgendwie klar, aber. Ich dachte, die kann man ausschalten. Habe ich mal wieder falsch gedacht. Das kann ja mal vorkommen, ne? Ja. Das ist ja schön. So. Also. Das heißt, anplappen und dann speichere ich nochmal. Komm. Zeig mir deine Tasche. Rotsch, gib mir dein Pocketbell. So, und dann wieder ganz schnell auf. You hear an alarm. Vielleicht muss ich das doch schneller machen. Komm. Was soll schon schief gehen? You hear an. Von links. Das ist ja super. Wie gut, dass ich da hingehe. You hear an electronic. Das ist mir egal. Völlig wurscht. Okay. Kein Text? Denk an die verlorene Seele. Now you knew he was coming, didn't you? Ja. Ich bin jetzt mal kritisch. Das hat uns wie sehr geholfen? Muss ich das auswendig lernen oder was? Was ist denn jetzt wieder für eine Scheiße? Das ist wahrscheinlich, muss das wahrscheinlich alles wirklich auf Zeit machen, ne? Alter, ist das Käse. Ich hatte, jetzt kommt wieder Opa erzählt Geschichten vom Krieg. Ich hatte eigentlich in meiner doch sehr rudimentären Erinnerung, wie man merkt, hatte ich eigentlich die Vorstellung, dass man eigentlich mit dem Ding das Ding deaktivieren kann. Das heißt, dass man eigentlich in Anführungszeichen sich ein bisschen erstmal frei bewegen kann. Aber, wie wir sehen, ist das nicht der Fall. Sondern wir machen so eine Art Stealth und versuchen hier erstmal im Labyrinth zu überleben. Das macht ja Laune. Das ist ja total super. Aber gut, ist ja immer ein Endkampf. Ne?
Dem wollen wir ja nie so leicht machen. Vor allen Dingen so verständlich. So, wir speichern an der Stelle. Damit ihr das nicht noch zum 80. Mal genießt. Wobei das natürlich eine super Stelle ist. So, also Tunnelsystem. Also, man nimmt sofort die Kiste und benutzt sie hier. Dann geht man direkt auf Off. Und geht, ja, ja, das ist mir völlig egal. Er kann sich nähern, wie er lustig ist. Das ist mir wurscht. Wir gehen dann dahin. Roger? You hear an... Ja, kann sich... Ach, der ist da. Na, der wäre wirklich schon mal schneller. So, dann gehe ich jetzt nochmal... Mache ich jetzt mal nach Warhol. Kann den eben noch ganz schnell synchronisieren. Sieg mir nach ihn, Roger! Denk an diese verlorene Seele! You hear an electronic hum approaching from behind you. Das heißt, er kommt von hier. Nee, hat sogar funktioniert. So, wenn ich jetzt nochmal speichere. So, Tunnel 2. So. Okay. Was ist da Tolles? Nee, das Hintbuch brauchen wir jetzt nicht. It would serve. You can. Ach, da komme ich gar nicht hin. Ach, da ist noch was. Halt. Okay. You hear an. Keep your. Ja, ja, ist mir egal, ob der von rechts kommt. Okay. Und dann? Okay, wie gut, dass der erfolgt. It seems to have stopped. Ach so, weil er auf mich wartet. Ist das richtig, dass ich hier irgendwo so bin? Nee. While you were busy staring blankly at your pocket pal's screen, a droid snuck up behind you, tapped you on the shoulder. Zap, you're it! Hm. Okay. Okay. Also, ich will jetzt mal nichts sagen. Aber. Okay, da sollte ich nicht hin. He was coming, didn't you? Muss ich einfach nur warten? Hm. Geduld ist ja genau meine Stärke. Okay, der geht woanders hin. Also der geht auf jeden Fall dahin. So, kann ich den jetzt irgendwo anders noch hin? Komm. Was haben wir zu verlieren? Außer unser Leben. Unsere Zeit. Rog? Danke. Da geht's doch gar nicht lang. Das ist, da gibt's doch nur einen Weg. Wo komme ich denn da hin? Mein Gott. Machen wir mal Sightseeing hier. War bestimmt ein toller Plan. Oh, da gibt's einen Tunnel. Kann man da einfach rein?
War das richtig? Sollte das so sein? Richtig? Fragezeichen? Okay, so, was wollen wir denn hier? Brauchen wir jetzt den Code aus dem Hintbuch? You see a small. Kann ich das so eingeben? Ja, kann ich, Gott sei Dank. So. Das ist richtig. Das war auf jeden Fall schon mal nicht falsch. So. Geh doch mal rein. Ah! Guck mal, Larry 4! Larry 4 ist da! Larry 4! So. Ach, ja, stimmt. So kann man die. Genau so konnte man die deaktivieren. Looks. Komm. Na komm. Na komm, ich möchte dich deleten. Ich glaube, wenn man Space Quest 4 löscht, ist eine doofe Idee, glaube ich. Wenn ich das nur richtig weiß. So, komm, komm. Was haben wir zu verlieren? Außer dumme Gags. So. So. Also, was ist denn, wenn wir jetzt erstmal schmeißen das Gehirn mal weg? Ist ja eh überbewertet. Okay, das gibt den Selbstzerstörungsmechanismus. King's Quest XL, also 43 war das. Okay, King's Quest 43. Larry bringt nichts. So, das ist bestimmt ein toller Plan. Ich wusste es. Ich wusste es. Es gibt sofort. Natürlich. Das sieht doch besser aus. So. Bumm. Habt ihr jetzt auch nochmal gesehen, mein Notepad? Mit den tollen Informationen, wie viel toll, wie viel sonstiges. So. Okay, muss ich dann halt ein bisschen an der Schneidewerk mal ein bisschen was tun. Aber gut, das ist ja, das soll ja nicht euer Ding sein. So, wir sind hier. So, also Space Quest 4 natürlich nicht killen, das ist klar. So, okay, wir sollen den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren. Machen wir. Okay. So. Nochmal gespeichert. So, Countdown. So. So. Don't mess with it. Doch. So. Es gibt ja Gott sei Dank keine Droids. Vor allem, wir haben ja jetzt Zeit. Oh Gott.
So, da bin ich ja hergelatscht. Also wahrscheinlich jetzt nach Norden. Da, wo wir gerade nicht waren. Wo ich instinktiv... Da war ich wahrscheinlich von Anfang an instinktiv falsch. Ja. Was soll schon schief gehen? So. Wahrscheinlich muss ich jetzt da doch in Richtung Lift. Genau, da sind wir, da waren wir noch nicht. So, jetzt gehe ich mal nach daheim, wo wir noch gar nicht waren. Mal gucken. Ich bin gespannt. Okay, das sieht mir sehr nach Finale aus. Speichern. Endkampf? Fragezeichen. Ja, komm, geh rein. Rotsch. Das sieht sehr nach Endkampf aus. Taken the liberty of borrowing your son's body. I had to remove him first to make room for my mental self. His is on this disc. Say, it's most enjoyable to be in a young, healthy body, even if it's from your bloodline. In fact, I like it so much, I think I'll keep it. I guess we'll have no use for this anymore. Okay. Ich hab den ich hab's verstanden. Now it's time to settle things. Once and for all. You'd better be careful, though. Keep this in mind. If I die while in this body, that disc will be useless. Your son will never draw another breath. And if you don't defend yourself, you will never live to buff another helmet. Yeah. Come on, show me what you've got, mop jockey. Da macht ihr keine Sorgen. Also so ein King's Quest 6 Endkampf ist das. Okay. Mit Rocky-Musik. Das scripted? Oder mache ich das falsch? Hm. Is that the best effort you can muster? All this space hero nonsense must be getting to you. You're getting old, Roger. I, on the other hand, am enjoying the physical joys of youth. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist die zweite Phase. Hat er. Er holt sich nämlich die Disc. Und jetzt können wir rumspielen. Ist er geil? A label on the diskette reads Roger Jr., Brain Tools, Stunt Flyer. Ja, spielen wir noch Stunt Flyer. Das ist geil. Für die Leute, die das nicht wissen, so sieht tatsächlich eine Sierra-Diskette aus. Das ist ja geil. Das ist ja geil gemacht. Das wusste ich auch nicht mehr. So, warte. So. Beam Upload, ne? Genau. Disk Upload und austauschen, ne?
genau. Don't mess. Ja, ja, Ruhe. So. Und Download, ne? Das war's, ne? Follow me. There are many things we need to talk about. Ah, wir haben's. You must be very confused. Were Vohal's words true? Are you really my son? You do look a little like me, though not as good looking. What do you mean, not as good looking? I'm 10 times... Wait. What am I saying? This is no way to start. Yes, what Vohal said is true. I have many things to tell you, Dad. I should start at the beginning. I was born 19 years ago on Xenon. It's always been my home. The Xenon of today, at least up until recently, had made great strides in managing our planet's resources. That included water, minerals, even the talent of our population. We enjoyed peace for so many years, we took it for granted. The creation of the first super biomech computer was the biggest success story in our history. When the Vohal virus was introduced and began to control the computer, a state of total chaos was created. We were unprepared for what followed as Vohal turned our technology against us. The population was quickly decimated. Some of us stayed and tried to fight. Some were captured, and some fled the planet. When it seemed there was no hope, we thought of one last long-shot effort. That was to find the only person in history ever to defeat Vohal. We had to go back in time to find that person, you. We got there just in time. You had to go back in time to get me? Why wasn't I available in this time? What happened to me? I don't understand. I'm sorry. There are some things I wish I could tell you, but can't. I know that's not what you want to hear. Believe me, I just can't. Hey, if you're my son, who's your mother? My wife? Du wirst sie treffen. Where is she? Who is she? You sure ask a lot of questions for a janitor. Jörg, danke übrigens fürs Abo. This is my mother and your wife. Her name was Beatrice. Beatrice Wankmeister. She was quite beautiful, wasn't she? What do you mean, was quite beautiful? What are you saying? I'm so sorry. I shouldn't have said that. Please, I can't tell you anymore. Ich glaube, in Space Quest 6 treffen sie. I don't believe all this. I'm so confused. It doesn't matter now. I have to send you back where I found you so that history will properly reflect the events which brought us to this place in time. You won't remember much. This will seem like it was a weird, fuzzy dream. I must get back to the task of contacting all the surviving citizens of our planet. We have a huge task ahead of us. Rebuilding our city and our lives will not be easy, but we will do it. Once more, I have to ask you to enter the time rip. It will return you to Magmetheus in the Space Quest IV era. Please, go now. It's time. Ach, da hat doch gestartet. Oh Gott, ich blamier mich gerade wieder unschuldig. Dad, I'm glad I got to see you, even if only for a few minutes. Xenon owes you a lot. Goodbye, Dad. So. Willkommen zurück. So many unanswered questions. The future should prove most interesting for Roger, if he can stay out of trouble long enough to reach it. We're glad you could help Roger get through it all. Thank you for playing Space Quest IV. Vielen Dank, dass ihr es für euch gemacht habt. Um in dem gleichen heroischen Touch zu bleiben. Ja, das war Space Quest IV. Legendär durch den Erzähler, den sagte mir einer, den es leider auch nicht mehr gibt. Gott hab ihn selig. Ich glaube, bei Space Quest 6 ist der in der englischen Fassung auch, aber ich glaube, in der deutschen Fassung haben wir komplett Deutsch, wenn ich das mal richtig weiß. Space Quest 5 ist nicht vertont, das darf ich dann wieder den Erzähler mimen.
Und ja, auf jeden Fall Space Quest 4 Haken dran. Sozusagen sind wir jetzt in der zweiten Trilogie und ja, 5 und 6 bin ich mal gespannt. Da habe ich am wenigsten Erinnerung und da wird wahrscheinlich was seltsam. Space Quest 5 haben die übrigens tatsächlich. Josh Mandel, der wird in der Space Quest Serie noch ein bisschen was zu tun haben, das werdet ihr sehen. Space Quest 5 wurde sogar tatsächlich von, da ist übrigens Gary Owens, der Weltklasse-Erzähler, wurde tatsächlich auch unter Dynamics rausgebracht, also gar nicht direkt unter Sierra. Warum, weiß auch, glaube ich, irgendwie kein Mensch. Oh, Scott Murphy hat Sludge Warhol selber gesprochen. Aber ist doch noch Scott Murphy, ne? Ach, ja, Mark Seibert ist klar. Das ist ja der Mann, der den Soundtrack immer macht. Aber der andere, unser anderer Two Guy from Adorida, er taucht irgendwie nicht auf, ne? Ja, ich hab Space Quest 4 durchgespielt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ihr seht das ja, ich meine, es läuft ja eh nur nach der Abspann. Wie viele Punkte haben wir mal nicht? Ist mal so auch Interesse, Alter. Au. 297 von 315. Da sind mir aber noch irgendwie Punkte verloren gegangen, kann das sein? Muss ich mal gucken. Was habe ich denn da für einen Blödsinn gemacht? Habe ich da irgendwas verloren? Naja, auf jeden Fall bin ich fertig gewesen. Ja, ich danke. Machen wir mal das eben kurz auch in der Folge. Ich danke dem High Resident Loud, dem ZFBro, dem Kiran, der Sina, dem Zaki. Dem Suski natürlich, dem Torti. Die hatten wir schon. Dem Andira natürlich. Der jetzt, glaube ich, gerade beim Grillen ist. Mahlzeit übrigens. Ja. Wie gesagt, jetzt. Also, Space Quest 5 kann ich euch schon mal verraten. Also, wenn ihr, sagen wir mal, große Star Trek-Fans seid, werdet ihr wahrscheinlich euch kaputt lachen. Ansonsten gibt es so ein paar Referenzen, die wirklich nur für Trekkies da sind. Also, ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, da war irgendeiner und sagte, ich bin jetzt mal lustig. Wenn man, ohne groß zu spoilern, habe ich das Gefühl, da kam irgendeiner auf die Idee und sagte, so, Roger Wilco ist eine Niete, machen wir doch mal was ganz Kreatives. Wir lassen ihn einfach mal das Leben von James T. Kirk mal eben kurz durchleben. Weil es gibt auch einen Kandidaten, werdet ihr sehen, der Kirk spielt, der heißt, glaube ich, Quirk oder sowas. Der sympathischer Kerl, kann ich euch sagen. Ein Sympathikus, wie er im Buche steht. Space Quest 4. So, ihr habt ja jetzt den Mist ertragen dürfen. Jetzt insgesamt fast 4 Stunden. So könnt ihr euch vorstellen, ist auch ungefähr so Space Quest 5, Space Quest 6, die müssten auch so in dieser Zeit sein. Wollt ihr denn das selber nochmal zocken? Vielleicht einfach mal Mrs. Astro schicken, auf 420 Punkte bringen. Ich glaube, der Kiran war so ein ganz besonderer großer Fan von Space Quest 4, glaube ich. Deine Chance! Ich hab's da. Ich hab die Space Quest Anthology da. Also, ich wäre ein Kumpel. Ja? Du weißt ja jetzt auch, wie es geht. Also. Also, es ist lustig. Space Quest 4 ist so, wie soll ich sagen, es ist von der Aufmachung mit Abstand vielleicht das beste Space Quest. Aber es ist unfair, wie es nur sein kann. Es ist wirklich
das Sinnbild so, wie Sierra der Meinung ist, ey, wir machen mal ein Rätsel und Leute lassen das. Lassen die Leute so ungefähr 40 Mal das gleiche durchzocken, weil das ja so lustig ist. Spoiler, nein, ist es nicht. Und ja, dann gucken wir mal. Aber ich bin mal gespannt. Oh. Ja. Wunderbar, wir haben's. Kommt da mal was? Nein, ne? Nein, jetzt kann ich nur drucksen und sonstiges. Dann sag ich mal, da mache ich einen Haken an Space Quest 4. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Space Quest 5 und 6. Ja. Hurra!